Jo, hier sind wir wieder mit der Review des Noise Blocker Multiframe S1. Jetzt machen wir das Teil hier mal auf. Wenn es dann aufgeht, so, ziehen wir die Schublade raus. So, da ist noch irgendwo der Sticker drin. So, hier ist eben unser neuer Lüfter. Ich hole ihn gleich mal raus. Auch noch mit dabei ist ein Noise Blogger Aufkleber. Silence by Technology. Könnt ihr euch im PC geben, das seht ihr gleich, wenn ihr, was die eure Kumpels, sehen eure Kumpels gleich, was ihr so im PC haben. Dann natürlich hier 4 Lüfterschrauben, falls ihr keine mehr rumfahren habt. Ich habe zum Beispiel keine mehr. Dann hier der Silikonrahmen. Ihr kennt vielleicht das bei anderen Lüften, wenn man da so einen Dämmrahmen hat, sind die total blöd zu fixieren, weil die ständig abrutschen, wegrutschen, keine Ahnung. Passiert bei dem hier nicht, der hat hier diese Nasen, der hat die Lüfter auch, die steckt ihr da rein. Dann ist das Ding eigentlich voll fest und habt ihr keinen Stress damit, dass da wegrutscht. Und jetzt hier eben zum eigentlichen Lüfter. So sieht er aus, in schwarz gehalten. Eben hier, wie gesagt, die Dämpfer, die sind weich und sollen Vibrationen ans Gehäuse vermindern oder ganz ausschalten. Dann hier noch die Lüfterblätter sind Anti-Dust, also Anti-Staubbeschicht, dass da kein Staub drauf haftet. Funktioniert soweit auch ganz gut. Der war schon ein bisschen ein paar Tage im Betrieb und ist fast nichts dran. Auch beim offenen Aufbau war nichts dran. Dann hier natürlich, was mir sehr gut gefällt, ist dieses lange Kabel. Da haben viele Lüfter Probleme, weil sie ein halb so langes Kabel haben, dann habt ihr Probleme mit Verlegen. Auch schön gesleeved ist es sehr blickdicht das Sleeve. In Schwarz, wie alles andere auch. Verarbeitung von dem Lüfter ist durchgehend auf einem sehr hohen Niveau. Keine scharfen. Na gut, es ist Plastik, trotzdem keine scharfen Kanten und auch sonst schön verschliffen und so weiter. Also gefällt mir sehr gut. Ja, was gibt es noch dazu zu dem Lüfter zu sagen? So sieht er eben aus. Im Test gibt's noch, habe ich mal alle technischen Details aufgezählt, die es zu dem Lüfter gibt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Und bis demnächst.